Ja, los geht's mit diesem Vlog. Bevor es mit dem Vlog weitergeht, möchte ich erst noch kurz drei Sachen sagen. Und zwar wird es ein Abonnenten-Special geben. Bei 150 Abonnenten, wir sind jetzt bei 147. Also ich freue mich über jeden Daumen nach oben, über jedes Kommentar. Ich freue mich über das alles, finde ich mega cool. Also wie gesagt, es wird bei 150 Abonnenten ein Abonnenten-Special geben. Da machen wir es wie beim letzten Mal. Ihr könnt jetzt da oben oder da oben abstimmen, was wir machen sollen. Klickt da einfach mal drauf, da erscheint so ein kleines Dings und da könnt ihr dann abstimmen, das einfach anklicken, was ihr sehen wollt. Und was auch noch ganz wichtig ist, jetzt ist ja Mittwoch oder Donnerstag, weiß ich noch nicht genau, wann der Vlog hochgeladen wird. Und am Samstag kommt dafür ein Video, das erste Video, eigentlich das erste richtige Video in der Reihe, das ich hier hochlade. Und ganz wichtig ist auch noch, dass die Videos in Zukunft immer mittwochs kommen werden und die Vlogs weiterhin, wenn einer kommt, samstags. Achso, was auch noch ganz wichtig ist, am nächsten Vlog kommt der Vlog über die Hühner oder im übernächsten, weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Dafür kommt halt wirklich jede Woche ein Vlog. Da kann ich mir auch dann ein bisschen eben Puffer dadurch aufbauen, dass ich jetzt, das, was ihr quasi seht, ist dann wahrscheinlich so ein, zwei Wochen her. Ich werde auch in Zukunft wieder unten das Datum reinschreiben oder es eben sagen. Und in einem der nächsten Vlog wird der Hühnervlog kommen. Das ist einfach dafür da, dass ich mir auch so einen kleinen Puffer aufbauen kann. Das konnte ich jetzt auch in den Ferien machen. Ich habe in 2 Wochen statt 2 Vlogs 3 gemacht. Und wenn mal sonst kein Vlog und wenn mal sonst kein Vlog kommen würde, kommt dann dafür der Hühnervlog rein. Und ja, dann kommt einfach jede Woche jetzt erstmal ein Vlog und ein Video. Wie gesagt, Video mittwochs und Vlog samstags. Weiter geht's. Ja, jetzt wollte ich einmal gucken, weil der Radlader, da haben wir im letzten Vlog ein bisschen Heu gefahren und da muss wieder Heu aufgefüllt werden. So, ich stehe jetzt hier in unserem Heuschuppen, nenne ich es mal. Wieder mit Ansteckmikro, weil ich im letzten Video gemerkt habe, wie doof das war ohne. Also da hat man mich kaum verstanden. Deswegen heute wieder, wenn Motor läuft, wieder mit Ansteckmikro. Ja, man sieht hier, liegen die ganzen Paletten. Also hier hinten ist noch alles voll mit Heu und hier vorne lag das so und bis hierhin war immer ein Ballen und da waren Ballen und da waren Ballen. Das Problem ist nur, jetzt habe ich, war das noch so ein bisschen verteilt. Jetzt mache ich das, tue ich hier die Paletten immer zwei nebeneinander hier rüberlegen und lege hier so eine Reihe hin, dass man dann hier ein Gerät reinstellen kann. Da wird dann, denke ich mal, unser Gummiwagen reinkommen oder was anderes. Ja, einmal hier. Ich habe hier draußen jetzt ein paar Ballen hingeschlichtet. Das sind jetzt hier 8 Stück. Und hier am Radlader nochmal 4 Stück. Und ja, die kommen jetzt wieder hier in der Reihe hin. Also hier voreinander, sodass da drüben genug Platz ist. Die Paletten schiebe ich ein bisschen rüber. Die rücke ich hier ein bisschen hin. Und ich würde sagen, ich stelle euch hier mal auf den Anhänger.
Ja, wir kommen jetzt hier gerade von einem, von, ja, quasi einem Nachbarn von uns. Da haben wir ein bisschen was geholfen. Jetzt Ballen abladen. Ich habe jetzt kurz die Gabel wieder abgebaut und die Schaufel wieder angebaut, weil das wahrscheinlich die ist, die wir als nächstes brauchen. Und ja, ich wollte noch mal was so kurz dazu sagen. Also ich finde es so wichtig, dass man in der Nachbarschaft zusammenhält. Also wirklich, dass da man einfach zu seinem Nachbarn mal sagen kann oder was weiß ich, einer der drei Häuser weiter wohnt, du kannst mir da mal schnell helfen, kannst du das und das machen oder keine Ahnung, auch wir haben jetzt hier die Maschinen, da zum Beispiel jetzt Heu abzuladen. Das finde ich so unglaublich wichtig, dass man da zusammenhält in der Nachbarschaft. Auch wir waren mal hier im Sommer, waren wir mal unterwegs. Und da hat einer geerntet, der hat auch zu uns gesagt, wenn wir irgendwie mal maschinelle Unterstützung brauchen oder keine Ahnung, allgemein irgendwie Hilfe, dann sollen wir einfach Bescheid sagen, ist überhaupt kein Problem. Und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig und das ist einfach, finde ich, in unserer Gesellschaft so ein bisschen verloren gegangen. Jeder macht nur noch für sich und ja, das macht ja auch allein vom Maschinellen ja gar keinen Sinn, wenn jeder sich selber alles kauft, auch Maschinengemeinschaften und so finde ich wichtig. Gut, aber nichtsdestotrotz ist hier ein bisschen was weitergegangen. Wir brauchen wahrscheinlich, heute ist Mittwoch, glaube ich. Genau, wir brauchen wahrscheinlich den Frontlader. Freitagnachmittag, Samstag, irgendwie sowas. Den haben wir gestern schon mal angebaut. Es ist immer nicht schlecht, den Frontlader zusammen anzubauen, wenn dann einer drin sitzt und den eben bedienen und der andere dann hier draußen die Bolzen reinmacht, sowas. Die Gabel war dran, die haben wir jetzt erstmal abgebaut, weil wir die Schaufel an dem brauchen. Unsere Schaufel, die kennt ihr ja schon, die ist 2 Meter breit. Die ist ein bisschen schmäler als der Traktor. Der Traktor ist ungefähr 2,20 Meter. Dann hier der Radlader, da habe ich gestern noch ein bisschen was gemacht. Und da gehen wir jetzt mal vor und schauen uns das an. Ja, wir haben wieder Stroh hier liegen. Das habe ich mit dem Radlader hierher gefahren. Das ist jetzt hier in unserer Vorhalle. Da kann man dann das hier schön verfüttern. Und dann habe ich hier mit dem Radlader noch einmal Sachen reingefahren. Einmal Heu und einmal noch Stroh. Ja, das ist Haferstroh vorne auch. Wir füttern nur Haferstroh. Das fressen sie eigentlich am besten. Und das Heu habe ich auch reingefahren. Also das ist eigentlich ganz praktisch. Hier mit dieser Hütte. Die hat mein Vater diesen Sommer gebaut. Und so muss man jetzt nicht mit dem Schubkarren von vorne alles herkarren, sondern kann das hier gleich direkt verfüttern. Genau, wie gesagt, das habe ich reingefahren vorne, das habe ich hingefahren. Und ja, dadurch ist jetzt auch im Schuppen vorne ein bisschen weniger Heu und ein bisschen weniger Stroh. Wir haben den 2. Januar und jetzt kommt endlich der Schnee, den wir eigentlich an Weihnachten gern gehabt hätten. Gut, trotzdem, es ist jetzt schon Mittwochabend. Eigentlich war geplant, dass der Vlog heute online geht, dann geht halt morgen online. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.